Das wird jetzt ein emotionaler Moment. Die letzte Mauer auf 7 werden wir jetzt upgraden. Ich versuche nicht zu weinen. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und Playgator. In der heutigen Folge habe ich vor, meine letzte Mauer auf 7 abzugraden. Dann habe ich endlich alle auf 8, wurde auch langsam Zeit. Ich habe schon einige auf 9, wie man sehen kann, um genau zu sein, sind es 137, ich habe 137 Mauern auf 9 nur mit Elixier geupgradet. Ja, Elixierüberschuss, goldenmäßig habe ich noch keine Mauer auf 9 gemacht. Ja, in der heutigen Folge können wir das nicht mehr machen, oder wobei, wenn ich jetzt gleich ein bisschen farme, Gegnersuche überspringe, wird das eigentlich klappen. Die Pokéjagd läuft und wir werden mal reinschauen, wie es so bei Kinkunation aussieht. Kinkunation. So. 13 Mitglieder sind nur noch drin. Ich meine, 18 waren zu Beginn der Challenge drin. Bei uns sind auch wieder einige rausgegangen. Deswegen meine Frage, Dennis, falls du das Video sehen solltest, kannst du mir sagen, was in dem Fall passiert? In dem Fall, genau, in dem Fall. Ja, sonst müssen wir das irgendwie anders klären, aber ja gut. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe mir ein Lesezeichen reinsetzen sollen, aber ich glaube, in meiner Autokorrektur ist das schon drin. Perfekt. Okay, einige sind schon in Kristall drin, in Kristall 2, 2, 3, 3 und der Rest in Gold. Das geht ja in Ordnung, würde ich sagen. Bei uns sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Markus, der Boss, ist schon in Kristall 1, also wirklich einen großen Respekt daran. King of Clash, Kristall 3, Kristall 3, Kristall 3, Kristall 3 und ich bin kurz davor, in Kristall reinzukommen. Die Challenge hat jetzt vor 2 Tagen gestartet, jetzt wo ihr das Video seht, vor 3 Tagen... Naja, 2 Tage und unendliche Stunden. Und ich würde mal sagen, wir werden einfach mal reingucken, was für Gegner wir hier so finden. Okay, der ist schon in Kristall drin, Radeslevel 10er. Nicht besonders schwer. Ich habe erstmal vor, in Kristall 2 bis 1 mit Bartsch reinzukommen. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Und wenn wir immer solche Rathäuser finden, das eignet sich doch optimal, um hier immer anzugreifen. Der hat natürlich Loot dabei, aber mit Bartsch kommen wir nicht so weit. So, 9 Erfahrungspunkte. 14.000, der Loot-Bonus ist natürlich auch schnieke, wenn man höher kommt von den Pokalen her. Wie wir sehen, 53 gewonnene Verteidigung. Ja, ich war ja im Bronze 1 und ich habe mich hochgedefft in Gold Liga 1. Das sagt schon alles, ey, ich kann wirklich nicht sagen, wie extrem das ist, wenn wir hier so reingucken, wie viele gewonnene Verteidigung ich einfach nur habe, wie viele Absteiger hier sind. Ich glaube, es gab sogar welche, die was probiert haben zu holen. Heute Morgen habe ich sogar mal wieder eine Verteidigung verloren. Wenn man so weit unten ist, dann ist das eigentlich relativ klar, dass seien viele angreifen. Beziehungsweise Pokale verlieren wollen. Der eine hat hier mit Bartsch probiert und war sogar erfolgreich. Hier, die Luftbomben baue ich im Übrigen momentan aus. Wir können mal zweifache Geschwindigkeit gucken und sehen, wie er hier so vorangegangen ist. Die Riesenbomben habe ich jetzt ein bisschen näher an die Base rangestellt, weil ich heute Morgen gesehen habe, wie schnell da ein paar Barbarians reingelaufen sind. Das war nicht so optimal. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass die Base so herhalten muss. Aber es hat ja geklappt. Ja, 64% hat der Dödelkopf jetzt geholt. Aber ja, vielleicht sollte ich mir doch eine andere Base raussuchen. Wobei die Base bis jetzt eigentlich relativ gut gehalten hat. Ich habe mich so mal in Kristall 2 in einer Nacht durchgedefft. Das war auch das Höchste, was ich je geschafft habe. Hier, wir können auch die Belohnung einsammeln. Verteidige dich erfolgreich gegen 250 Angriffe. 50 Juwelen, 100 Erfahrungspunkte können wir jetzt einsammeln. 509 Juwelen haben wir wieder. Das heißt, ich kann heute Abend wieder ein bisschen boosten. Am Wochenende habe ich im Übrigen auch vor, mal wieder zu streamen. Ich bin momentan ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr raus. War eine lange Nacht und da hat man sich ein bisschen erkältet. Ich würde sagen, wir werden jetzt einen Gegner wieder raussuchen, ein bisschen Pokale zu holen, eventuell sogar noch Loot und wir sehen uns gleich wieder. Ich überlege gerade, ob wir den hier nehmen sollen. 440k Elixier, 204k Gold. Goldlager sind relativ weit aus und wenn wir probieren, erstmal hier ein paar Riesenbomben auszunocken. Na, wahrscheinlich hat er die Riesenbomben irgendwo an den Minen oder Sammlern dran. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Oder am Rathaus, weil da auch ein Tesla steht. Da ist aber jetzt kein Tesla aufgeploppt. Das heißt, die Riesenbomben stehen in der Base. Wir haben die Hellen zur Verfügung, deswegen können wir mal versuchen, zumindest an vielleicht 2 Lagern zu kommen. Einiges scheint doch in den Minen und Sammler zu sein. Nicht viel, aber einiges. Wir haben noch die Klarenburg zur Verstärkung. Ich benutze die Klarenburg eigentlich beinahe nie für Angriffe, sondern beinahe nur für Verteidigung. Und da war eine Riesenbombe.
Uiuiuiui. Jetzt die Helden hinterher. Ich weiß nicht, ob wir die Klamuk benutzen sollen. Im Notfall werde ich die natürlich benutzen. Er hat hier gerade auch die Queen im Ausbau. Das trifft sich relativ gut, weil die Queen schon einiges an Damage macht. Wenn man so einen Angriff hat. Okay, 130k Gold haben wir schon mal geholt. Ja, das eine Goldlager wurde hier fokussiert. Ja, das meiste Gold haben wir schon mal geholt. Das ist das Wichtigste. Jetzt gucken wir, ob wir noch ein bisschen Elixier bekommen. Wenn der Barbarenkönig gut tankt und die Bogenschützenkönigin von hinten etwas aufräumt, kriegen wir eventuell noch ein Lager. Ja, der Barbarenkönig wird jetzt gleich sterben, wenn wir die Queen spät zünden. Ja, ein Elixierlager haben wir noch bekommen und das zweite werden wir höchstwahrscheinlich auch noch bekommen. Jetzt Konzentration. Lop, gezündet. Riesenbombe, Riesenbombe. Und da fällt die Queen jetzt, jo. Joa, 200k Elixier haben wir ungefähr. Ja, 212k Elixier, 147k Gold, 501 Dunkles. Ich würde sagen, das ist eigentlich relativ nice. So, Dunkles einsammeln und... Ja, die Mauer werden wir noch nicht upgraden. Wir werden jetzt warten, bis die Bartstruppen fertig sind. Dann werde ich noch einen zweiten Angriff machen, wieder ein paar Pokale sammeln. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, ich zeige euch mal einen ganz kurzen Angriff von den lieben Altshare. Denn ich habe was vergessen zu erwähnen. Und zwar, ich wollte euch mal fragen, was ich so in nächster Zeit mal in den COC-Folgen machen könnte. Vielleicht mal wieder mit wem anders was aufnehmen. Dann frage ich mal herum, wer Zeit hätte, mit dem Thomas ein Video zu machen. Mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, also vielleicht wieder ein paar Only-Angriffe. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Vielleicht auch mal Only-Hexen. Wird zwar teuer, aber na gut. Aber das werdet ihr erst alles nach der Challenge machen, weil momentan ich bin wirklich vollkommen konzentriert, viele Pokis zu sammeln. Ja, der liebe Alche hat mal geschrieben, er hat probiert. Ich weiß nicht, was er probiert hat. Barbaren und Goblins. Ja klar, mal eine neue Angriffsstrategie auszuprobieren. Kann man ja mal machen. Okay, jetzt sitzt er hier Heilzauber. Wir machen mal vielfache Geschwindigkeit, wie gesagt. Only-Angriffe oder vielleicht mal was ganz Neues. Eine neue Serie. Okay, er ist reingegangen, hat das meiste des Loots, das meiste vom Loot bekommen. Ja, hat sich jetzt nicht so rentiert mit drei Heilzaubern, aber man kann es ja mal probieren. So, was wir jetzt auch noch machen könnten, ist den jetzigen Durchschnitt der Clan-Member, beziehungsweise der Durchschnitt pro Member ausrechnen. 31.682 geteilt durch 33. Was kommt raus? 960, also plus 300, die Differenz ist jetzt bei uns 300. Ups, das wollte ich nicht. 300, also da muss noch einiges her, aber mein Ziel war es wirklich, jetzt in Champion zu gehen, beziehungsweise Meister. Ich werde mein Bestes geben, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Meister werde ich auf jeden Fall schaffen, ich werde mir sowas von den Arsch aufreißen. Und dann werde ich auch noch 1000 Juwelen bekommen, das wird auch noch richtig schnieke. Da können wir uns wieder einige Boosts erlauben und für die Streams hat natürlich auch Vorteile. Da muss ich nicht 5 Euro raushauen und kann ein bisschen Geld sparen. So, ich habe jetzt so lange nach Loot gesucht, aber in Gold 1 findet man beinahe gar keinen Loot. Deswegen will ich jetzt so schnell wie möglich in eine höhere Liga, um den Loot-Bonus dazu bekommen für gewonnene Angriffe. Denn, boah, man findet hier gar keine Inaktiven mehr. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht nach Riesenbomben gesucht, aber mit Glück müsste das hier doch klappen. Oh. Dass immer die WhatsApp-Nachrichten während der Aufnahmen kommen müssen. Eieieiei. Eigentlich müssten wir die 100% hier schaffen, aber ohne Helden ist das auch problematisch bei einer Rates Level 7 Base. Aber wenn alles gut läuft, die Minenwerfer stehen in der Mitte, einer wurde hier oben schon ausgenockt. Ja, eigentlich müssten wir die Lager mindestens bekommen. Einen Stern haben wir jetzt schon. Im Notfall setze ich noch die Clanburg, die ich eigentlich ungern setze. So, hier bekommen wir schon mal das Lager. Der Magierturm wird jetzt ein bisschen aufräumen. Ich glaube, die Clanburg können wir uns tatsächlich sparen. Ja, die Klamo können wir uns tatsächlich sparen, ja. Der Minenwerfer wird jetzt ausgenockt. Der Magierturm. Jetzt sind nur noch zwei Teslen da und die machen ja nur Einzelschaden und Einzelschäden bei Bogenschützen und bei Bahn. Ja, sind jetzt nicht so effektiv. Denn man sieht, die Teslen brauchen schon ein paar Schläge für die Bogenschützen. Naja, zwei, um genau zu sein. So, jetzt gleich fällt das Rathaus, dann der Tesla und dann haben wir die 100% geschafft. Und damit müssen wir eigentlich schon in der Kristallliga sein. Denn auf dem Weg hierhin habe ich noch einige Rathäuser gesnipert. So kommt man eigentlich auch relativ gut hoch. Immer 15.000 für ein Rathaus, also 1.000 aus dem Rathaus und 14.000 Loot-Bonus in Goldliga 1. Kann man mit leben, würde ich sagen. Und wir haben jetzt die Kristallliga erreicht. Yay. Jetzt kriegen wir 100 Dunkles plus 35.000 Elixier, 35.000 Gold. Kannst du mit dem Pokia hochgehen?
Ja, wäre sinnvoll in der Pokéjagd. Jetzt werden wir noch ein paar Barbaren nachbilden. Und nicht vergessen, schlagt mir eure Themen vor, beziehungsweise Ideen, was ich mal in der Clash of Clans Folge machen könnte. Es ist nicht so, dass mir die Ideen ausgehen. Nein. Wie kommt ihr darauf? So. Das wird jetzt ein emotionaler Moment. Die letzte Mauer auf 7 werden wir jetzt upgraden. Ich versuche nicht zu weinen. Es wird mir aber schwer fallen. Ah, wunderschönes Gefühl. Alle Mauern auf 8. Jetzt beginnt die Suche auf 9, beziehungsweise die Jagd auf die Mauern Level 9. 137 Mauern haben wir schon. 113 fehlen noch. Ja, also 137 Mauern auf 9 gemacht mit Elixier. 137 Millionen Elixier da rein gesteckt, das ist schon einiges. Damit würde ich die heutige Folge beenden. Ja, mal wieder ein normales Let's Play, denn in den letzten Folgen gab es ja eigentlich beinahe nur noch Challenges, Besuche und ein normales Let's Play gehört auch dazu, finde ich mal. Da würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!